Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi. Star Wars Knights of the Old Republic. So, Jedi Knight kommt vielleicht auch noch irgendwann. Warte mal, was bist du denn für ein Druide? Du bist doch auch so ein Reinigungsdruide, ja. Dann versuchen wir es halt nochmal zu dem Ding zu kommen. Mal gucken, ob sich jetzt noch irgendjemand uns in den Weg stellen möchte. Wir den dann umhauen müssen. So, Hallöchen. Jetzt kommen wir da auch mal rein. Hört mir zu. Lehrt eure Gedanken. Ich versuche bei Bewusstsein zu bleiben. Hört auf zu atmen. Nährt euch an den winzigen Luftreserven in euren Lungen. Die Macht hält euch am Leben. Lauscht der Macht. Lasst euch von ihr am Leben halten, bis ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Du hast eine neue Machtfähigkeit gelernt. Atemkontrolle schützt dich vorübergehend vor Vergiftung, kostet allerdings Machtpunkte. Es ist eine alte Technik, ähnlich der heilenden Trance. Viele Jedi können ihren Atem Stunden oder Tage anhalten. Okay. Kämpfe ich das? Okay. Dann kann ich theoretisch ja wieder mein Dings ausziehen. Na gut. Töten. Dann prügeln wir uns hier mal durch. Mit den Machtpunkten. Da sind Überreste, die hätte ich gerne. Und füllt sich auch wieder automatisch auf. Alles klar, super. Dann passt das ja. Dann ziehen wir dir ein bisschen Leben weg. Gibt's hier Ärger. Sehr schön, das geht ja locker. Freut mich. So, der wäre weg. Mal noch dran.
Jetzt sind auch noch ein bisschen Leben weg. Und hauen mich danach platt. Gut. Ah, der ist wohl ein bisschen härter drauf. Aber wahrscheinlich auch keine allzu große Bedrohung. So, du dann noch? Oh, der Barbesitzer möchte also auch dran glauben. Achso, das sind die anderen, die halt einfach rumrennen. Stimmt, weil der wirkliche Barbesitzer, ich denke, das wird auch irgendein Übersetzungsfehler gewesen sein. Alles klar, von euch hat also niemand was da gelassen. Da haben wir noch einen Gauner. Da ist noch mehr. Speichern wir mal kurz ab und gucken erstmal, was in dem anderen Raum hier noch ist. So, dann räumen wir nämlich das komplette Ding mal aus. So, auf Wiedersehen. Und euch machen wir jetzt nach und nach fertig. Ah, die Dings ist leer. Okay. Dann wieder auf ein neues. Hält aber doch schon angenehm lange. Teilen wir uns halt hier nochmal hoch. So, hier schön und glatt hauen. So, den mal noch umlegen. Hinten geht es direkt weiter. Dann muss ich jetzt aber doch wieder so ein bisschen mit der Macht sparen hier. Aber die fallen ja auch zum Glück relativ schnell. Gut, das dürften die doch noch nicht ganz gewesen sein. So, und zumindest gibt es hier auch nochmal eine Runde XP. Was ja auch nicht verkehrt ist. Gut, das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Und wir haben Überreste. Mal wieder. Gut, Reparatur geht so. Wohl vielleicht nehme ich ja HK mit, wenn der repariert ist. Oder vielleicht öfter mal mit. Ah, guck mal, da haben wir jemanden übersehen. Soll nicht wieder vorkommen. Entschuldige mich schon mal hochgradig. Komm, hauen wir mal rauf. Gerade schon. Na gut, dann noch mal gespeichert bitte. Ah, jetzt müssen wir die Gans auch noch platt hauen. Hm. Na, wenn ihr meint.
die sind aber auch keine allzu großen, obwohl, wenn das mehrere sind. Muss ich doch mal wieder ein bisschen Leben tanken bei euch. Aber das geht ja ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, der normale Angriff reicht hier auch einigermaßen. Ich nehme das Ganze auch mit dem Lebensentzug und dann so, das ja passt. Du versuchst auch dich zu heilen, gib mir leider nicht allzu viel. So, nächsten bitte. So lobe ich mir das doch. Okay, ich glaube, da ist eine ganze Menge an Überresten geblieben. Na, geht. Sah erst nach mir aus. Mein Geld haben sie dabei. So, ein Gantjäger. Du kannst mir ein wenig Leben geben, bitte. Auch. Dann werden wir auch schon wieder voll geheilt. Bin zwar noch ein bisschen schadliches Gift, aber das wird auch bald wieder aufhören. So lange können wir uns hier noch ein bisschen bieten an den Viechern. Ja, die Blaster machen schon ein bisschen mehr Schaden, sehe ich gerade. So, heilen wir uns wieder hoch und dann hauen wir dich platt. Schön, da waren wir tatsächlich wohl noch nicht dran. Okay, gut. Dann wird das Ganze nochmal gespeichert. Da wäre noch jemand. So, Nummer 1 ist platt, Nummer 2 gleich. Hier, oder haben die nachgefüllt? Irgendwie den Eindruck, als war ich hier nun hier an den Chemikalienspendern. Du auch noch bitte. Ah gut, da waren wir schon. Na gut. Na gut. Die werden dann soweit zerlegt. So, von da kamen wir. Dann geht's jetzt hier weiter. Hi. Ah!
Na gut. Dann machen wir den noch platt. Und wahrscheinlich noch einige Twi'lex. Oh, noch mehr Gans. Na gut. Dann halt Gans. Ist auch in Ordnung. Zack, bitte danach füllen. Okay. Hast du noch rechtzeitig bemerkt? So, komm du mal bitte hier rein, die. Okay. Ich sage, es ist tatsächlich gut, es ist halt nur für mich. Aber eigentlich ist es praktisch als die Machtteilung, weil wir halt unsere Gegner damit noch schwächen. Mit dem Lebensentzündung. Ganz praktisch, dass sie sich alle hier so schön aufgereiht haben. Müssen wir nicht so weit laufen. In dem schnappen wir es auch noch. Danke fürs Leben. Dann seid ihr noch dran. Ja, schön. Und Level Up. Sehr gut. Das hat dir gepasst. Dann werden wir hier mal weiter skillen. Bewusst, dann habe ich das schon auf Maximum oder wieso kann ich das nicht mehr weiter skillen? Schwertform. Interessant. Was wollte ich hier noch machen? Also das bringt ja nichts. Dann würde ich, glaube ich, eher die Machtumleitung noch machen. Das wäre noch ein bisschen mehr... ja, ein bisschen mehr Kugeln abwehren können. Also Blastergeschosse. So, weiter geht's. Die paar Jäger können wir jetzt noch erledigen. Dann werde ich mir noch gefragt, ja, einen Blick auf die Zeit. In der nächsten Folge mal, was sich dann noch hier hinter dir Kammer verbirgt. So, du kannst da weg. Na komm. Das sollte einigermaßen laufen hier mit dem Kammer. Da waren wir schon dran. Gibt es denn noch irgendwelche Überreste bei euch? Nee. Dann holen wir so ein paar aus dieser Verteilstation raus. Gut, und nächste Folge schauen wir mal, was uns da hinten erwartet in der Privatlounge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.